Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass Dr. Christian Jung, Studiendirektor früher am Ellenthal-Gymnasium in Bietigheim, heute mich in Ludwigsburg besucht. Wir sind zwei alte Wahlkämpfer. Wir duzen uns auch aus dieser Zeit des letzten Bundestagswahlkampfes. Du sitzt im Bundestag, kandidierst auch für den Landtag. Das finde ich ganz klasse. Bist neben Mobilität, Mr. Mobilität für uns in Baden-Württemberg, aber natürlich auch sehr intensiv im Thema Bildung drin. Und darüber würde ich mich sehr, sehr gerne heute mit dir unterhalten. Hast ja selber auch zwei Kinder, wie ich weiß. Ich habe drei Kinder. Wir stehen jetzt hier mitten im Schulcampus von Ludwigsburg. Wie ihr seht, toll. Ein paar Kids können Basketball spielen, an die frische Luft dürfen sie. Aber ansonsten ist nicht viel los momentan in Sachen Bildung. Lieber Christian, was meinst du, wie lange geht das noch gut? Wie lange können wir uns das noch erlauben, diesen Lockdown in den Schulen? Also ich glaube, dass wir eine Öffnungsperspektive für alle Bereiche unserer Gesellschaft brauchen. Und wir sehen ja bei den Jugendlichen, die hier sind, die brauchen dringend Bewegung, egal wie alt sie sind, weil die sind völlig am Ende. Die haben jetzt alle Levels, so wie Bodo Ramelow, alle durchgespielt und deswegen... Die müssen jetzt an die frische Luft und sich bewegen und müssen alles tun, dass das wieder an den Schulen klappt und dass auch die Infrastrukturen stimmen. Also nicht überall in Baden-Württemberg gibt es jetzt Luftfilter an den Gymnasien, weil das Land Baden-Württemberg irgendwie es nicht geschafft hat, da auch die Schulträger richtig zu fördern und auch Mittel bereitzustellen, zum Beispiel so wie in Nordrhein-Westfalen oder auch in Bayern hat man das gemacht. Und das ist eigentlich tragisch, dass hier die Schulträger nicht richtig ausgestattet sind. Aber prinzipiell ist eigentlich egal, wenn das Hygienekonzept stimmt, dann ist egal, ob man jetzt eine Schule öffnet oder ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Friseur, wie auch ab oder heute möglich. Oder die Lebensmittelläden und Drogeriemärkte, die schon seit Anfang an geöffnet blieben. Ja. Das heißt also unsere Bildung, gerade die bildungsferneren und die sozial schwächeren Kinder fallen momentan hinten runter. Ich habe im November hier im Gemeinderat schon gefordert, dass wir eben Luftreinigungsgeräte uns anschaffen. Ja. Wie du gerade sagtest, die Mittel waren nicht verfügbar. Es gab Mittel, 40 Millionen waren das, was aber die Frau Eisenmann zur Verfügung gestellt hat. Und da konnten sich die Schulen das aussuchen für Luftreiniger oder für Endgeräte oder für die Digitalisierung, um da einen Schritt weiterzukommen. Und es ist doch wohl klar, für was die Schulen sich da entschieden haben oder die Kommunen. Erstmal Endgeräte, also erstmal Computer zu haben, erstmal Digitalisierung. Also ich mache jetzt was, ich mache jetzt was, du kriegst mindestens 500 bis 1000 Stimmen mehr. Ich sage jetzt einmal Eisenmann, ne? So, ja. Bei mir im Wahlkreis, ich muss das nur einmal sagen, die Leute versprechen mir dann sofort, dass sie mich wählen. Aber Witz beiseite, das Tragische ist, die Kultusministerin hatte wirklich ausreichend Zeit, da was zu machen. Und wir haben halt das Problem, dass Kinder und Jugendliche bei diesem ganzen Lockdown die letzten Monate völlig unter die Räder gekommen sind. Jetzt gibt es, machen wir uns nichts vor, Familien, die haben einen Garten, die haben ein Haus. Das wollen wir auch durchaus fördern, dass es möglichst viele Menschen haben. Aber das hat nicht jeder so. Und ich kann das nur aus vielen Grundschulen zum Beispiel berichten. Da ist es so, da gab es da teilweise Online-Unterricht, aber da hat dann halt nur die Hälfte oder zwei Drittel teilgenommen und es bleiben überall Kinder und Jugendliche auf der Strecke. Wir wissen von Ludwigsburg, 30%, auch noch vor Weihnachten, sind nicht ansprechbar gewesen. Ist der Kontakt komplett abgebrochen. Und da hätte man halt alles tun müssen, um dieses Thema halt auch zu lösen. Und das hat man halt nicht gemacht und deswegen sind wir ja sehr verwundert, dass die Frau Eisenmann es nicht hinbekommen hat, da auch über die Sommerferien hinweg dann auch Lösungsmöglichkeiten zu machen, weil jeder wusste ja, es kommt zum Winter und in jedem Winter, in jedem Herbst gibt es viele auch Grippekranke und hier hat man einfach einen Bereich komplett dicht gemacht und war gar nicht vorbereitet, dann auf online umzusteigen. Wir sehen das jetzt ja bei Moodle aktuell, dass das auch nicht klappt. Keine Frage, wenn da am Anfang nicht alles reibungslos klappt, da sagt überhaupt niemand was dagegen. Aber viele Sachen waren nicht geklärt und ich glaube für viele junge Menschen, nicht für alle, aber für manche, dass sie mindestens ein Jahr verloren haben. Und da muss man einfach auch ganz offen sein, sowas darf uns eigentlich in Baden-Württemberg nicht passieren. Wir waren spitze früher. Und ich meine, wir brauchen auch eine Lernplattform, eine gemeinsame für Baden-Württemberg. Geht nicht darum, so wie der DDR, dass montags um 11.25 Uhr jeder jetzt das gleiche Unterrichtsfach hat und im Schulbuch auf der gleichen Seite ist, sondern es geht darum, dass wir jetzt einfach es hinbekommen, dass die Schulen wieder öffnen können.
Und dass eigentlich jeder Bereich unserer Gesellschaft eine Öffnungsperspektive hat. Das ist richtig. Ich saß am Ende der Sommerferien, bin der Elternbeiratsvorsitzende oben am Bildungszentrum West mit unserem Rektor zusammen. Und wir haben uns immer gefragt, wo ist der Plan B? Es war absehbar, dass es zumindest zu Quarantänesituationen kommen wird. Manche Schülerinnen und Schüler waren 2-3 Mal in Quarantäne. Das sind die ganz, ganz Unglücklichen, die auch komplett abgehängt waren, weil Hybridunterricht ist ja nicht möglich in unseren Schulen. Dafür fehlt ja das WLAN in den ganzen Klassenzimmern, dass wir es überhaupt machen können. Und das ist wirklich tragisch. Ich habe mit vielen Eltern, wir haben letzte Woche eine Elternbeiratssitzung gehabt bei uns in der Schule. Bei uns läuft es gut. Wir haben Teams. Wir haben sofort auf Teams umgestellt. Innerhalb von 3-4 Tagen hatten alle bei uns in der Schule eben Teams-Zugang. Und das war wichtig und richtig. Jetzt wird wieder diskutiert. Teams, dürfen wir das überhaupt nehmen? Datenschutzbeauftragter, er muss einfach mal ein Machtwort sprechen. Ja, ich meine, wir haben keine Zeit und auch keine Möglichkeit, um uns was anderes zu nutzen. Aber dann nehme ich doch das, was verfügbar ist. Und die blöden Diskussionen immer, das also ist ja wahnsinnig glaube, dass man da einfach viel besser hätte vorgehen müssen. Ja. Ein Beispiel, das ist jetzt nicht in jeder Stadt möglich, aber beispielsweise auch in ländlicher strukturierten Gebieten, dass man, wie das ja auch teilweise gemacht wird, aber das hätte man viel großflächiger machen müssen, dass man zum Beispiel dann sagt, dann gehe ich zum Schützenverein, dann gehe ich in die Kirchengemeinde, ja. da gehe ich zur Not mit einer in Klasse auch in eine Kirchengemeinde, ja. Und dann hat man wirklich Platz. Da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, auch für Unterricht auch im Freien. Ja. Und man muss jetzt ja nicht in der Kälte 6 Stunden im Freien sein, aber es kommt ein bisschen auf die Mischung drauf an. Ja. Da hat mir einfach die CDU plakatiert überall, wir setzen uns ehrgeizig für euch ein. Ich kann das nur belächeln. Ich weiß auch nicht, wer da denen diese Wahlplakate macht, weil ich habe das nicht bemerkt. Ja? Ich habe dieses Engagement, was man jetzt vorgibt, überhaupt nicht bemerkt und auch besonders nicht im Schulbereich. Man muss aber eine Sache sagen. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben wirklich eine tolle Arbeit gemacht, Absolut. Obwohl die Infrastrukturen nicht da waren. Sie haben mit eigenem Geld auch Infrastrukturen angeschafft. Ja. Ist auch kein Fehler, wenn jetzt jemand nur Arbeitsblätter rausgeschickt hat, auch wenn das kopiert worden ist, wenn das dann vielleicht über die städtischen Boten verteilt worden ist. Ich will das überhaupt nicht kritisieren. Nein. Jeder hat da auf seine Weise alles Mögliche gemacht. Nur es fehlt halt ein Gesamtkonzept. Das ist es. Und man darf kreativ ja nicht vergessen. Kreativ und ein bisschen pragmatisches Gesamtkonzept. Genau, und man darf nicht vergessen, es gibt Schülerinnen und Schüler, die haben das gut hinbekommen. Es gibt auch Eltern, du kennst es ja auch selbst, so Helikoptereltern, die es dann vielleicht auch ein bisschen übertreiben, wo die armen Kinder vielleicht noch mehr gelernt haben als nötig. Aber wir haben auch Leute oder auch Kinder und Jugendliche, die einfach jetzt abgehängt sind und wo natürlich auch die Frage ist, wie geht es da weiter? Und da sehen wir Lernlücken, die Frage der Lernlücken, genau. Der Wissenslücken, und die entstanden sind. Und da glaube ich, da sehen wir jetzt eine Sache. Und da muss man sich jetzt in der neuen Landesregierung auch Gedanken machen, wie schaffen wir es, dass erstens sowas nie mehr wieder passiert, ja. Dass man auch regelmäßig solche Szenarien übt, auch in der Verwaltung. Verwaltung ist ja auch eine Form von Kunst und wir haben das in Baden-Württemberg gemerkt, dass es so nicht klappt. Und ich kann es nur sagen, für viele Schulleiterinnen und Schulleiter, die ich kenne, die haben sich völlig alleingelassen gefühlt, weil sie keine richtigen Vorgaben bekommen haben. Ist heute noch so. Ja, natürlich haben die dann so gemacht, dass sie dann, so ähnlich wie bei der Bundeswehr, wenn man keine klaren Vorgaben hat, dann tut man trotzdem so, als ob es welche geben würde und versucht das Beste draus zu machen. Aber da sind viele wirklich alleingelassen worden. Und was ich da nicht verstehe, ich hatte eigentlich vorher immer gedacht, die Frau Eisenmann sei so resolut. Zumindest habe ich das immer gedacht. Ich habe jetzt gemerkt, also sozusagen Führungskompetenz, da ist man ja der Herr Kretschmann vielleicht sogar manchmal noch lieber, weil er mit seiner Art das ein bisschen besser hinbekommen hat. Man zeigt sich jetzt aber, und das ist vielleicht auch für dich, für den Wahlkreis Ludwigsburg wichtig, dass in gewisser Weise jetzt sehr klar ist, dieser Wahlkreis geht an die Grünen direkt und dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, die CDU zu wählen. Es ist viel wichtiger, finde ich, dass jemand wie du auch Landtagsabgeordnete ist und auch einfach da mal da frischen Wind reinbringt. Die CDU hat einfach gezeigt, auch in meinem Bereich Region Karlsruhe, dass sie einfach geschlafen haben und man muss viele von denen leider auch manchmal zum Jagen tragen. Und das ist genau das, was mich in der Bildungspolitik aufregt, dass man eigentlich nur, wenn man Druck macht, was erreichen kann. Und man hatte so viel Zeit. Ich habe das schon als Bundestags
Abgeordneter kritisiert, nach und vor den Osterferien letztes Jahr, da hat es ja schon gehapert und man hatte wirklich ausreichend Zeit, diese Probleme zu lösen. Das ist es. Zumal, Entschuldigung, ich rede mich da immer in Rage, weil ich mich da immer innerlich aufrege. Es geht mir auch immer ganz genauso. Das Schlimme ist ja tatsächlich, dass wir in den letzten Monaten erfahren mussten, dass eben gerade die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler hinten runterfallen. Und damit wird das Aufstiegsversprechen, was wir haben, die Chancengerechtigkeit und auch die Generationengerechtigkeit komplett aufgehoben. Und das ist es, was mich so ärgert, weil das können wir viel besser, das wollen wir viel besser machen ab dem 14. März. Mhm. Wenn Sie uns wählen, wenn ihr uns wählt, dich in Bretten, mich in Ludwigsburg, dann rocken wir die Bildung ganz neu, zünden den Digitalisierungsturbo, geben den Schulen noch viel, viel mehr Freiheiten, sage ich mal, auch im ganzen Management ihrer Schule ist ja auch ein ganz großes Thema bei uns, dass wir den einen beiseite stellen, den Schulleitern, die ja jetzt letzten Monate ja mit ihren Stellvertretern ja durchgearbeitet haben. Also ich weiß es von unserem Schulleiter, da gab es keine Ferien und keine Pause mehr, weil ständig irgendwelche neuen Verordnungen da waren und die mussten immer vor Ort gucken, wie es funktioniert. So, das wollen wir alles ändern und deswegen ein Stimmenwahlrecht heißt in Baden-Württemberg, Sie wählen die Persönlichkeit. Sie wählen die Persönlichkeit Christian Jung oder Stefanie Knecht und wir freuen uns auf Ihre Zustimmung.